Guten Abend, die Damen, guten Abend, die Herren. Recht herzlich willkommen zur Keyboard-Sprechstunde mit Frank. Grüße in die ganze Welt, ob nach Grado, Italien, nach Unterfranken, an den schönen Bodensee. Überall, wo ihr zu Hause seid und voller Motivation an euren Keyboards schön spielt. So soll das auch sein. Jetzt hoffe ich, dem einen oder anderen eine Freude bereiten zu können und ein Problem, das ihn schon längst auf dem Herzen liegt oder wie ein Stein sozusagen vom Herzen fallen muss oder wo eben kurz vorm Herzinfarkt schon Nerven gelassen hat, lösen kann. Fragt mich alles rund um Thema Keyboard, was euch im Moment ärgert oder was technisch euch nicht so gelingt, wie ihr das gerne hättet. Auch das Erzgebirge sind natürlich, die haben hoffentlich angenehmere Temperaturen wie wir hier, aber die letzten Tage war es, hat schön abgekühlt und ich hoffe, ihr seid alle mit dem Grünwerden draußen zufrieden. Wir müssen halt immer 41 Grad haben, auch wenn Hamburg einen Rekord hat mit über 40 Grad, da die Tage hatte. Ich lege los. Das erste natürlich, viele, die hier anwesend sind, kennen Musicando. Das ist der alte Keyboarder-Treff, der aus dem ursprünglichen Yamaha Keyboard Forum, eine Riesengruppe an engagierten Keyboardern. Und da findet dieses Jahr heuer auch natürlich wieder unser großer gemeinsamer Keyboard-Treff statt. Groß, es sind jetzt keine 500 Leute, wir sind trotzdem in einem Rahmen, meist so 120 bis 140, wo ihr euch jetzt schon anmelden könnt. Ich habe mich auch schon angemeldet und freue mich endlich wieder, die Keyboarder live zu sehen. War jetzt auch hier auf vielen Festivals und Events wieder, also ihr merkt, es geht wieder los. Bitte nutzt die Möglichkeiten, die die Künstler da machen und bieten und auch die Musiker, die draußen aktiv sind. Ich habe also 17. 24. nächsten Wochen bin ich selber zweimal wieder aktiv. Gar nicht geglaubt, dass uns jemand noch hören möchte. Aber die Auftritte sind auf alle Fälle wieder immer mehr. Geht raus, feiert, lasst euch gut gehen. Deswegen auf musicando.de, musicando.de, da kommt sicher nachher noch ein Link, könnt ihr euch anmelden zum Keyboarder-Treffen. Da freuen wir uns einfach schon alle drauf. Jetzt sehe ich hier keine Live-Frage rechts, aber hier links habe ich eine Frage, die vom Josef, die würde ich doch gleich mal im Schanzer, ne? Das klingt nachher Österreicher, der Josef, ja, kann er sein, diesem, sagen wir mal einfach, einer, der in deutscher Sprache schreibt, hallo lieber Josef, kann ich MP3s in den Genus laden, mit den Songlisten anlegen, abspielen, vom Stick oder intern, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das geht natürlich. Dazu folgendes, ich gehe gerade mal schon aufs Display. Wir haben ja, wenn wir jetzt auf den Song gehen, machen wir mal mein Gesicht weg. Wir haben hier den Songknopf. Ich sitze jetzt wieder an einem Genus, auch wenn es nicht meiner ist, werdet ihr gleich erkennen. Aber ich drücke den Songknopf, dann habe ich meine zwei Player. Ich bin jetzt oben dual, das heißt, ich habe wählbar Song A, Song B. Ein wichtiges Merkmal zu wissen, ich kann nicht zwei MIDI-Player wählen. Ärgert mich. Werde ich der Japaner immer wieder unter die Nase halten, dass man wohl wählen kann, zwei MP3s oder nennen wir es einfach zwei Audios, weil es könnte Wave und MP3 sein oder MIDI und ein Audio. Jetzt können wir oben umschalten zwischen einer Listenansicht und einer Dualansicht. In der Dualansicht könnte ich also jetzt hier ein Lied vorwählen, da habe ich ja gerade eins drin, nehme ich ein anderes und rausgehen, machen wir doch das da, willkommen. Und dann könnte ich da drüben auch eins wählen und sagen, da irgendein Audio-File, was ich jetzt einfach gewählt habe. Jetzt kann ich was laufen lassen und könnte das überblenden. Wenn ich wollte, vom Player 1 zum Player AB, vom B zu A. Deine Frage mit der sogenannten, du schreibst jetzt Playlist, ist eigentlich die, nennen wir sie Songlist. Das heißt, ich wähle einen Player an und wähle den aber in der Listenansicht an. Und habe dann einen wählbaren Songplayer, der mir einfach die Möglichkeit bietet, eine ganze Liste Lieder einzuladen. Da mache ich jetzt einfach mal ein paar rein. Tak, 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 tak. Einfach mal alle zu der Songliste rein. Jetzt habe ich vier Lieder in die Songliste reingemacht. Dann sehe ich auch, sind es MIDIs oder sind es eben, wenn ich im Audioplayer-Bereich sind, Audios. So. Jetzt seht ihr,
Und dass ich, obwohl ich in einem Player jetzt sozusagen ein Listenplayer bin, kann ich jetzt MIDIs und Audios kombinieren. Jetzt kann ich die also beliebig einfach starten, wenn ich das will. Das sind jetzt reine Steuer-MIDIs, die ich da hatte aus dem Chordlooper mal gemacht. Willkommen in meinem Leben oder das ist ein Audio. Keine Ahnung, was da kommt. Ganz hochwertig arrangierte Sachen. Und in dieser Liste kann ich jetzt wunderbar arbeiten, indem ich jetzt einfach unten rechts sage, mach ein wahlloses Shuffle, mach's mit Wiederholung oder spul vor zurück. Das heißt, das ist für mich sozusagen ein Pausenplayer, der wunderbar funktioniert. Und das Ganze kann ich natürlich dann, wenn ich möchte, auch mir noch sichern. Das heißt, ich habe ja die Song-Setting-Definition, wie die Lieder abgespielt werden. Wenn ich jetzt mal hier stoppe und rausgehe, sollte ich auch die Save-Funktion wieder haben. Bingo, bingo, wo bin ich drin? Ich muss vorher raus. Ich bin noch im Songplayer, im Chordlooper drin und überall. Jetzt gehe ich nochmal rein in den Songplayer. Und jetzt seht ihr, dass auch die Save-Taste, ich schiebe es mal das Keyboard unten in die Mitte, da stört es gar nicht. Jetzt ist die Save-Taste aktiv. War jetzt nur nicht aktiv, weil ich natürlich noch im Chordlooper, was ich euch nachher zeigen wollte, aktiv war. Sollte hier mal was ausgegraut sein im Display, dann seid ihr einfach in einem Menü drin, was eine Speicherung oder eine Ladefunktion im Moment nicht möglich macht. Entweder läuft ein Lied, das heißt, sobald was gestartet ist, lasst ihr den Speicherprozess nicht zu, oder ihr seid in einem Menü, in dem man separat noch was speichern kann. Der arbeitet im Zwischenspeicher, das heißt, dann sagt er erstmal den Chordlooper speichern. Wenn der gespeichert ist, kann ich dir gerne den Songplayer, in dem Fall meine Liste, speichern. Lieber Josef, jetzt habe ich viel mehr erklärt dazu, wie ich eigentlich wollte, aber wichtig, pack einfach deine Lieder, ob die auf dem USB-Stick sind oder intern. Wichtig, sie müssen auf der Position sein zum Abspielen, wie du sie auch ausgewählt hast, sonst kannst du dein Keyboard natürlich nicht finden. Und leg da am besten einfach einen schönen Arbeitsstick an, da sind deine Pausen-MP3s drin und dann wählst du schön Add. Wunderbar deine ganzen Lieder rein. Man kann wählen, ob sie der Reihe nach spielen lassen willst oder wahllos als sogenannte Zufalls-Shuffle-Variante, was ich empfehlen würde, gerade für Pausenmusik, dass nicht immer die gleichen Reihenfolgen kommen. Sonst denken die Leute, jetzt ist der Block schon viermal durchgelaufen. Und dann bist du glücklich. Josef, wenn noch Fragen sind, gerne wieder mailen oder anrufen oder hier im Chat einfach deine Frage stellen. So, da gucken wir jetzt mal rüber zu den Live-Fragen rechts. Was haben wir denn hier Schönes? Genus per USB mit PC verbinden klappt wunderbar. Kann ich per Drag and Drop auch Expansionspack transferieren? Nein. Die Installation gilt nur auf zwei Weisen. Einmal per USB-Stick, was ich empfehle, weil auf dem USB-Stick, wenn ich nicht die sogenannte CQI-Datei, eine Quick-Installation, sondern eine CPI, die normale, kopiergeschützte, komplette Installationsdatei auf dem Stick habe, kann ich mein Keyboard immer herstellen. Da schreibe ich das Datum drauf, das heutige, und dann kann ich den Keyboard-Expansionsinhalt immer so herstellen. Idealerweise habe ich noch das Backup von meinem internen Keyboard auch auf dem Stick. Und dann bin ich einfach safe. Drag und Drop. Ich empfehle, keine Daten am Genus per USB großartig zu transferieren, da das System offen ist. Und ich, wenn ich manche umbenenne, manche Ordner oder verschiebe oder gar lösche, den Inhalt von meinem Keyboard natürlich auch wegmachen kann, weil alles, was ihr hier seht, ist in den Ordnern anwählbar, also auch der Preset-Bereich und auch löschbar. Und das sollte man eigentlich nicht löschen, weil dann einfach viele Inhalte des Keyboards nicht mehr drin sind. Beim nächsten Reset, komplette Werksinstallation mit dem neuen Betriebssystem, macht er das wieder rein. Aber bitte per USB. Also früher war es wichtig, dass man auf die Festplatte zugreifen konnte. Aber beim Genus bitte nicht per USB verbinden. Ihr habt eure Daten auf dem Stick, da kopiert ihr auf dem Computer alles drauf, steckt den rein, immer nur einen Stick rein und dann funktioniert es. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Heidrun, die Songliste kenne ich ja bei Musikando auch noch kurz erwähnen. Sehr gut, ja. Es gibt tolle Workshops bei Musikando. Ich werde auch wieder eine Fragestunde machen. Das heißt, wenn jemand Live-Fragen hat, werde ich die beantworten direkt vor Ort.
Aber ganz wichtig, ihr habt einfach die Möglichkeit, wieder mal mit dem einen oder anderen in echt zu sprechen und live mit jemandem fragen und auch Tipps und Tricks mit Hands-on. Und ihr seht die Person direkt vor euch, nicht nur, auch wenn das toll ist hier per Bild, aber wir müssen uns auch mal wieder riechen und auch mal wieder gemeinsam anstoßen, was hier wirklich nur suboptimal geht. Gut, dann gehen wir weiter. Ich hoffe, Klaus, du hast das soweit erfasst. Wenn nicht, gerne nochmal nachhaken, wenn ich da noch was ergänzen sollte. Dann kamen die letzte Woche ja viele Fragen zum Thema Chordlooper und wie kriege ich eine Akkordsteuerung in den Genus rein. Ich habe jetzt mein iPad mal wieder hierher gebracht. Das heißt, ich habe jetzt hier Folgendes. Ich habe hier ein Videokabel dran in meinem iPad, dass ich euch das Bild zeigen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Dreier drücke, dann seht ihr dieses Bild, was mein Tablet hat. Ich mache es dann größer zum Gutgucken natürlich, aber nur, dass ihr wisst, wie ich jetzt handhabe. Warum habe ich ein Kabel? Weil ich das Videobild nicht noch digital schicke, sondern wirklich, also schon digitales Kabel, HDMI, aber nicht per Funk. Was ich aber mache, ich habe hier unten, wie immer, wo ist er? Einen blinkenden Bluetooth-Adapter drin. Das heißt, ich mache die MIDI-Verbindung sehr wohl per Funk, aber das Bild habe ich jetzt banalen HDMI-Kabel angeschlossen. Gut, ich zeige euch jetzt mal das große Bild. Das heißt, ich habe jetzt die App, die sogenannte App Chord Tracker im iPad geöffnet. Die gibt es natürlich auch für Androiden, habe jetzt hier mal ein gekauftes Lied drin. Wichtig, die Chord Tracker App arbeitet nur mit gekauften Liedern. Das heißt, auch wenn ihr so ein Apple-Abo habt, so wie ich, aus Lizenzgründen müssen die gekauft sein. Lied kostet 99 Cent, deswegen machen wir da nicht rum. Jetzt nehme ich einfach mal Es lebe der Sport. Jetzt zeigt er mal von dem Lied, ist also jetzt ein normales MP3 oder Streaming-Format von Apple, das Lied Es lebe der Sport. Da macht er automatisch die Akkorderkennung, das gefällt mir immer. Das heißt, ich kann jetzt einfach markieren. Ich könnte jetzt das ganze Lied einfach direkt ins Keyboard schicken. Mache ich mal Send to Instrument. Jetzt sagt er, das lebe der Sport vom Herr Fendrich, wunderbar. Und welchen Rhythmus soll das MIDI haben? 50s Rock and Roll 2 Send Days. Okay, jetzt wird das Lied hier von meinem schönen Tablet zu meinem Genus geschickt. Dauert ein Weilchen. Ja, ich überschreibe das, was ich zuletzt hatte. So. Datenübertragung läuft. So. Jetzt habe ich das hier schon drin und Es lebe der Sport müsste jetzt eigentlich sein unter Songs. Gehen wir hier jetzt mal wieder einen schönen Dual Player rein. Ich wollte es ja eben zeigen. Und dann auf meinem internen Speicher im sogenannten Chord Tracker. Es lebe der Sport. Oh, das habt ihr jetzt nicht so schön gesehen, weil ich natürlich jetzt das andere Display hatte. Es lebe der Sport, Reinhard Fendrich, da ist es genau. So, jetzt mache ich einfach mal das lebe der Sport und zeige euch mal, wie jetzt es lebe der Sport das Keyboard-Display da unten rein klingt. Das ist jetzt die reine Akkordsteuerung. Das heißt eine Harmonie, nichts anderes, wie wenn ich die Harmonien von Hand gespielt hätte und ein passender Rhythmus. Wunderbar. Läuft als Song, tadellos. Was ist jetzt der Nachteil der ganzen Chose? Ich habe jetzt vorher sozusagen nur gewählt, welchen Rhythmus ich möchte und habe jetzt ein fertiges MIDI-File. Das ist ein Basic-MIDI-File, was wirklich nur die Steuerungsakkorde enthält. Aber ihr habt nicht die Möglichkeit, aus dem Rhythmus, der mir vielleicht jetzt gar nicht gefällt, zu dem Lied, einen anderen Rhythmus zu machen. Es gibt aber die Option, das anders zu machen und das zeige ich euch jetzt. So. Jetzt bin ich immer noch im gleichen Lied drin und nutze eine andere Funktion. Das heißt, ich markiere jetzt was an und sage dann Send to Instrument.
Chordsequenz wird als Chordlooper-Data jetzt gespeichert. Ich übersetze jetzt mal, was der so schreibt. Jetzt mache ich das. Jetzt fragt er auch nicht, welchen Rhythmus ich möchte, sondern er hat jetzt einfach die reinen von mir markierten Akkorde reingeschickt. So, Achtung, jetzt gucke ich ins Keyboard rein. Und zwar gucke ich natürlich jetzt unter New Chord Looper. Ich sehe unten links, dass hier, jetzt muss ich gucken, wie ich alle Bildschirme gleichzeitig kriege. Machen wir den groß und den klein. Genau, und dann auf die Seite und die Mitte unten. Da in dem Bereich. Das heißt, hier leuchtet jetzt unten links Memory. Das heißt, der Chord Looper hat jetzt meine Harmonien geschickt bekommen, aber noch nicht gespeichert. Jetzt drücke ich die Taste Memory und wähle zum Beispiel die 8 an, weil da haben wir Platz, weil da passt das Keyboard-Bild noch in die Mitte rein. So, und jetzt habe ich also nicht ein MIDI-File reingeschickt, sondern eine Chordlooper-Datei. Und das ist richtig gut, weil ich lege jetzt mal das Tablet auf die Seite. Ihr habt gesehen, was ich alles gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und jetzt kann ich die laufen lassen. Da mache ich mal mein Gesicht weg. Schiebt es wieder da irgendwo hin, dass es aus dem Weg ist. Drückt die Taste On-Off und drückt einfach Start. Jetzt haben wir irgendeinen Rhythmus. Das klingt jetzt eigentlich für ich lebe der Sport ein bisschen arg hektisch. Gucken wir mal, dass wir einen anderen Rhythmus nehmen. Kein Rock'n'Roll-Shuffle und ich sage, ich hätte gerne einen 60er Rock'n'Roll. Oder normalen Rock'n'Roll. Ich lebe der Sport. Ja, das Ganze natürlich auch Tempo änderbar. Oder im Entertainer-Bereich nehmen wir mal einen Rhythmus. Nehmen wir einen Schlager. Und siehe da, der Akkord, also die Akkordsteuerung läuft bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn ich den Loop eingestellt habe und er spielt mal schönes Lebe der Sport. Ich kann definitiv natürlich auch nur Teile von Liedern wählen, gerade wenn ich was üben möchte oder wenn ich ein Medley selber zusammenstellen möchte. Und was der Charme ist, warum habe ich jetzt eine Chordlooper-Datei genommen, wo ich den Rhythmus ändern kann und nicht gleich das fertige MIDI-File, sozusagen ein fixer Style gewählt. Ich kann jetzt den Chordlooper laufen lassen und dieses Chordlooper-gesteuerte als MIDI-File nochmal frisch aufzeichnen und habe dann, nachdem ich meine verschiedenen Styles durchprobiert habe und sage, der Chordlooper, das Lied klingt eigentlich mit dem, sehen wir mal, ganz cool. Ne, es lebe der Sport im cool Bossa Nova-Style. Ihr seht mein Handy, also ich spiele wirklich nicht. Oder im kennt man es auch vielleicht so einem schönen Bossa. Ich lebe der Sport. Ja. Zum Üben, zum Mitspielen einfach eine tolle Sache. Und der Aufwand, nennen wir es Steuerspur oder ein sogenannter Song Composer. Früher war das der Chord Composer, den gab es bei Technics. Das heißt, die Funktion gab es, dass man einfach ein Lied aufgenommen hat, die Akkordsteuerung, und dann hinterher wählte, mit welchen Rhythmen ich denn überhaupt laufen lassen möchte. Und das ermöglicht euch das, dass ihr ein Lied erstmal die Akkordfolge einspielt, aber euch noch nicht festlegen müsst, mit welchem Style ihr das endgültig spielen wollt. Ja, jetzt hätte ich gesagt, ich zeige es nochmal auf die Schnelle. Ich habe ein Tablet genommen, dann nehmt ihr ein Tablet, was ihr habt. Wichtig, das, was ihr habt, ist gut. Also ich hoffe einfach, dass es so aktuell ist, dass es funktioniert. Es muss die App drauf laufen, die da heißt Chord. Ich gehe mal raus und zeige den Einstieg von der App Home. Am besten ganz groß. Das heißt, da habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich bin unter Settings gegangen, habe da meine Bluetooth-MIDI-Verbindung gemacht. Sehe da unten schon, habe ich ein paar MIDI-Master. Jetzt habe ich den Receive 1 gerade, weil ich habe die alle mal beschriftet, meine ganzen Funk-MIDI-Adapterchen. So sehen ja die kleinen Dinger aus. Das habe ich verknüpft. Dann bin ich danach
rausgegangen. Dann war hier der Genus drin gestanden. Wenn der noch nicht drin steht, dann kann man anwählen, so wie ihr es jetzt seht. Es könnte ja auch sein, ich habe das SX900, bei dem das natürlich auch funktioniert. Und dann gehe ich zurück auf Music, wähle ein Lied an. Wichtig, Lied muss gekauft sein. Das heißt, gekauft oder per iTunes oder per Android, was auch immer für ein System habt. Es muss einfach auf eurem Tablet als Lizenz nutzbar sein. Wenn es da drauf ist, dann könnt ihr es hier anwählen. Und Every Time We Touch, einen Stern. Ja, ich habe einfach jetzt, ja, ich bin die super geil Schlagerpackung, da habe ich da mal gekauft. Deswegen sind die da alle sichtbar. Und ihr seht, es ist Fields of Gold und drunter hat eine rote Markierung. Das ist da Cannot Be Selected. Das habe ich eingeladen, aber ich habe keine Lizenz gekauft. Aber wie gesagt, so ein Lean Euro, da machen wir jetzt auch nicht rum. Gut. Das war jetzt die Funktion, wie wähle ich aus einem fertigen Lied oder wie mache ich sogar aus einem fertigen Audiofile, das könnte ein eigenes Arrangement vom Onkel Horst aus seiner 70er-Jahre-Zeit, das er von Tonband überspielt hat in euer Tablet und dann in dem Chordlooper analysieren lässt. Und wie gesagt, es geht einfach schnell. Ich wähle jetzt nochmal einen Stern, der deinen Namen trägt. Jetzt analysiert er kurz die Akkorde. Dauert auch wahnsinnig lang, also fast 4 Sekunden. 5, 6, 7. Also jetzt haben wir hier das Lied drin. Jetzt kann ich da blättern und gucken, was sind da für Harmonien drin. Aber das geht so blitzartig. Und dann kann ich es entweder komplett schicken als MIDI-File, schon mit vorgewähltem Style, was ich schlecht finde. Oder ihr, wie gesagt, ihr markiert es einfach. Das heißt einfach nur mit dem Finger drauf. Und dann einfach das markieren. Natürlich das ganze Lied oder den Part, den ihr nur wollt. Und danach einfach die kleine Funktion, die da unten heißt Send to Instrument und dann funktioniert es super gut und dann klickt es hier auch in eurem toller Keyboard, Send to Instrument, oh, a chord sequence will be sent to the instrument as chord looper, wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in der Schule wird geschrieben, ach schon fertig, war jetzt nur ein ganz kleines Element und jetzt kann ich mal das angucken, ich gehe wieder in meinem Keyboard rein. Macht das Keyboard wieder groß, dass ihr seht, was ich so treibe. Gehen da in den Chord Looper und haben hier im Memory was drin, drücken die Taste Memory, sagen auf die 2 und siehe, da habe ich jetzt das Lied, einen Stern, der deinen Namen trägt, zumindest irgendeinen Teil davon, den ich gerade blind markiert habe, als Steuerspur drin, drückt die Taste Start bei den Styles, natürlich erst hier im Looper. Volumenpedal muss man auch noch hochdrehen, ganz wichtig. Und schon kommt ein Stern, die komplette Akkordfolge, die ich halt auch markiert habe. So viel kommt, wie ich markiert habe und ins Instrument geschickt habe. Jo, dann gucke ich jetzt mal, was da noch Fragen dazu sind, wenn denn überhaupt Fragen dazu sind, weil es ist eigentlich eine recht simple Sache. Aber wichtig, ihr habt alle gemerkt, es ging eine Weile nicht. Und zwar konnte man eine Weile nur komplette Songs schicken und nicht die Chord-Looper-Daten. Ich bin ehrlich, ich bin unsicher, ob es ein Yamaha lag oder ob es ein Apple am iOS lag. Auf alle Fälle aktuell tadellos, macht richtig Spaß. Also ich weiß es, dass es zum Beispiel in der Genus 202 nicht ging, aber ihr habt ja immer die aktuelle Version, das heißt die aktuelle 211 funktioniert es mit dem passenden iOS, das auch aktuell war, das war auf dem Apple, auf der Apple Device haben wir die aktuelle iOS, die da heißt 15 irgendwas, Moment, Info, die 15.5, 15.6, 15.6.2, mit denen läuft das tadellos. Gut, jetzt gucke ich mal hier noch rechts die Fragen. So, oh, da kommt ganz viel. Habe ich am Stück gearbeitet und vergessen zu lesen. Guten Abend zusammen. Jetzt hole ich mal die Fragen nach. Eine Frage zum 970er. Kann ich nicht mehr ausschalten. Ja, leider ein bekanntes Problem. Der Schaltwiderstand, also ich wollte es mein Leben nicht glauben, dass das ist, aber der Schaltwiderstand beim Einschalten ist ganz kurz. Und beim Ausschalten ist ein längerer Kontakt. Hat die Kohleschicht nicht mehr den vollen Wert, dann geht nur noch das Einschalten, aber das lange Ausschalten nicht mehr.
mir vorbeischicken oder eine Yamaha Servicewerkstatt, da muss einfach der neue Gummipöppel, also sprich der Knopf, muss ersetzt werden und dann funktioniert es, dass es auch wieder ausgeht. Ich finde wichtiger, dass Keyboard eingeht wie aus, aber natürlich will man es auch als ausschalten. Zur Not mit einer schaltbaren Steckdose mit dem Fuß ausschalten. Mein Tipp wäre jetzt in Sachen von Strom sparen. Meine Mission ist, ich habe meiner Frau gesagt, wir wollen trotz Stromerhöhungen nachher eine geringere Stromrechnung haben. Und da bin ich jetzt gerade auf der Pirsch durchs ganze Haus mit meinem Strommessgerät, was welches Gerät braucht und ganz viel mit echten Schaltern ausschalten, weil einfach auch das Genus, wenn es eingesteckt ist, trotzdem Strom braucht. Auch das SX braucht das Netzteil 6, 8 Watt, wenn es eingesteckt ist, macht einen richtigen physischen Trenner. Das sorgt auch für bei Blitzeinschlag natürlich für Optimierung und schaltet richtig stromlos alles. Also alles, was standby ist, auch ein Genus oder ein SX, alles, was eingesteckt ist, kostet euch Strom. So, dann haben wir das. Quadrupel-Dateien transponieren. Hat ja gleich einer geantwortet, glaube ich, am Keyboard mit der Transpose-Taste. So könnte ich auch kurz mal probieren. Das heißt, ich lasse laufen, schalte es vorher ein und dann lasse ich es laufen. Ah ja. Dauert länger wie ein normaler Takt von der Transponierung, wie ich bemerkt habe. Mit Direct Access und Transpose kann ich natürlich definieren, was ich alles transponiere. Also ob ich das ganze Keyboard, nur die Tastatur oder den Songbereich transponiere. Jetzt haben wir wieder das Original. Warum das so lange dauert, weiß ich nicht, aber ist funktioniert. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Ach, in der App. Das habe ich jetzt noch nie gemacht. Könnte das auch in der App gehen? Wobei die Frage ist, ich muss es ja irgendwo transponieren, ist jetzt nicht unbedingt relevant. Wo? Ach, Transpose, natürlich, sorry, das mache ich, bevor ich es dann schicke. Ach, da bin ich total Idiot. Es gibt eine sogenannte Transpose-Taste, die ist hier unten. 5. Oder ich sage ich jetzt gern -4. Und dann kann ich das direkt schon vorab in der App transponieren. Aber gut, transponieren können wir es an jeder Stelle eigentlich. Der Vorteil hier natürlich, wenn ich sage, ich habe Harmonie und hätte es gerne gleich in C-Dur, leicht spielbar vom Loop her auch, dann kann ich das auch direkt schon hier machen und transponiert senden. Da muss ich mir im Keyboard gar keine Gedanken mehr machen. Danke für die Frage und ich habe wieder was gelernt. Den Transpose-Button habe ich hier noch nie gesehen und noch gar nicht benutzt, aber es gibt den wirklich. Genau wie die AB-Funktion, also auch einen Loop zu setzen, dass ich einen Teil markiere und dann den einfach überschicken ins Keyboard zum Üben. So, jetzt kommt Genus ein, wenn ich einen Bluetooth-Adapter habe ich, auch wenn ich das iPad als externes Soundmodell nutze, lässt die Latenz zu wünschen übrig. Da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, also MIDI-Latenz gibt es keine, wenn man hier arbeitet, egal in welche Richtung, also habe ich noch keine erlebt. Es kann natürlich sein, wenn ich einen Tonerzeuger habe, der auf eine große Library, wavemäßig, dass einfach der Prozessor irgendwann da in die Knie geht, aber die reine Bluetooth-MIDI-Verbindung ist so schnell, dass wir keine Verzögerung hören. Also wir Menschen, nur die Maschinen vielleicht. Gut. Genus, die Bluetooth-Adapter, interne Audioaufnahmen nicht geeignet. Audioaufnahmen werden auch ohne Latenz sicher aufgenommen und auch ohne Latenz wiedergegeben. Da ist jetzt einfach nur noch die Frage, Audio per Bluetooth-Audio senden wird definitiv mit Latenzen sein. Es gibt ein sehr schnelles Bluetooth, das man nicht hören. Aber Audio-Bluetooth ist definitiv was anderes wie das MIDI-Bluetooth, was ich hier als Steuer nutze. Oder das direkte Recording in der Device per Kabel, per USB-Interface, per Audio-Interface, wo auch keine Latenz hat. Gut. Größe. Wie kann man ein eigenes Songbook erstellen? Songbook.
Also Songbook einmal natürlich. Ja, wir haben viele sehr ähnlich klingende Begriffe in dem Keyboard drin. Jetzt gehen wir einfach mal in die Home-Taste rein und ich schmeiß mich oben in die Ecke. Halt falsch. Groß und mich in die Ecke. Das heißt, wir haben einmal eine Playlist. Playlist ist ein Aufrufsystem, was eine Registrierung aufruft. Der Kollege Jens war da mit dabei bei der Entwicklung, war da in Japan und hat gesagt, wir wollen einfach eine alphabetisierte Liste haben, die eine Registration aufruft. In der Registration kann alles drin sein, was in einer Registration drin ist. Die Playlist macht nur noch den Attributaufruf mit dem Platz und ob Noten oder Text angezeigt werden. Playlist. Dann haben wir die sogenannte Songlist. Das heißt, wir haben im Songplayer den Begriff List und da haben wir eine sogenannte, auch ist eigentlich auch eine Playlist, heißt aber hier halt Songplayer-Liste. Da müssen wir einfach mit der Begrifflichkeit aufpassen. Hier kann ich alle möglichen Lieder reinmachen, die dann einfach entweder von vorne nach hinten per wahllos oder auch mit Wiederholung, das kann ich unten bestimmen. Das untere hier ist einfach das wahllos sortieren oder halt alphabetisch sortieren. Nach Definition, wie ihr das wollt. Und dann drückt er Start und es läuft einfach so lang durch, wie ihr wollt, oder es wiederholt sich so lang. Das heißt, das ist jetzt ein Songplayer, das andere wäre eine Playlist. Und Songbook, der Begriff Songbook tue ich immer mit der App Songbook Plus verknüpfen, die ich natürlich ja hier auch drauf habe, was eine Steuer-App ist für MIDIs und Keyboards. Songbook Plus, so, da ist das. Das wäre dann das nächste Programm. Jetzt weiß ich nicht, welches, was du in der Songbook meinst, aber es geht alles. Und alles, was du siehst, ob das eine Playlist ist, eine Songlist, kann auch selbst definiert werden und kann selbst gespeichert werden. So, gibt es das Programm auch für Android oder auch für Apple? Ja, Sandermark, das gibt es auch für Androiden. Da muss man einfach auch gucken und aufpassen, dass es halt läuft. Heute war auch ein Kunde da mit einem schönen Yamaha CSP, der ein tolles Instrument ausgesucht hat. Und er hat auch gesagt, ja, er braucht ein neueres, weil sein Android einfach von der Systemversion nicht mehr passt. Da einfach obacht, dass kein No-Name-Androiden sind, weil freies System heißt freies System. Da kann halt auch jeder mit dem System machen, was er will. Und da ist die Kompatibilität für die Industrie immer schwer. Wenn ich weiß, ich habe nur einen Partner und der heißt Apple und verlangt ein bisschen mehr und kümmert sich, dass es funktioniert, ist es ein bisschen einfacher. So sieht die App Songbook Plus aus, da gibt es aber noch Mobile Song, Mobile Sheets Pro, OnSong, genau, dann gibt es die Fritz Tools, die auch das gleiche machen, also auch solche Sachen aufrufen, ein kostenloses Tool auf Windows-Basis von einem Keyboarder hier aus dem Forum. Also da kann man einfach gucken, mit was für einem System man am einfachsten, am bequemsten arbeitet. Guckt nicht unbedingt nur auf den Preis, weil oft ist das paar Euro mehr ausgeben mit Komfort und bequemerem Arbeiten verbunden. Gut, die Lebenszeit ist so kurz, dass man da keine Zeit hat, schlechte Systeme zu kaufen, die einen nur Zeit kosten. So, man kann in der App transponieren, aber nicht schicken. Tja, das weiß ich nicht, aber das können wir in Echtzeit testen, indem ich jetzt einfach mal die App wieder starte. Dann müssen wir Yamaha sagen, dass die es noch implementieren müssen natürlich. Das heißt, ich markiere jetzt mal wieder was. Und zwar von Anfang an ein bisschen einfach mal, dass wir einen Stern ein bisschen mal markiert haben. Da haben wir ja schon, was haben wir auf -4. Schön da, ne? Sympathische Tonart. Und das Ganze schicken. Das muss ich gucken. Ich bin zwischendrin aus der App rausgegangen, ob ich noch verbunden bin. Ach, das gucke ich doch gleich. Ja, ich bin noch mit dem Genus verbunden. Sehe da unten links. Also da habe ich da immer Settings drüber, die Verbindung zum Instrument. Da seht ihr Genus. Okay, wunderbar. Und dann wollte man den Stern. Und dann markiere ich den. Ah, jetzt sehen wir Original in CFG. Also jetzt gehen wir einfach mal hier 2, 3, 4 runter. Markiere den. Na. Oh, ich mache jetzt einfach mal 15, 16 Takte. Send to Instrument. Ah, jetzt habe ich natürlich schon mal das Lied gehabt. Wird er gleich sagen, er will es überschreiben. Na,
habe ich doch nicht unter dem Namen gehabt. Memory, Achtung, auf die F, auf die 5. Tatsache, das ist ja verrückt. Lieber Einswolder, tausend Dank. Werde ich natürlich ja mal als Wort kundtun, dass die Transponierung optisch toll aussieht, auch schön angezeigt wird, aber nicht per Cord rausgeschickt wird. Jetzt kann sein, dass wenn ich es rausschicke als Send to Instrument, als MIDI-File, dass es dann ein Stern, der deinen Namen trägt, machen wir mal Soul, das ist ja der typische Motor City-Style, dass es dann transponiert schickt. Weiß ich nicht, probieren wir einfach. Gucken wir einfach mal an. Wupp. Diese Datei müsste ich jetzt erfinden unter Song. Achso, machen wir doch das groß. Unter Song. Oh, vor lauter Listen zeigen. Und dann auf dem User im Ordner Chord Tracker. Und ein Stern, da ist er doch schon. Jetzt gucke ich mal, wie ich transponiert habe vom Keyboard her. Alles null, wunderbar. Wenn ich das Lied jetzt starte, was kommt dann? Ja, tatsächlich auch falsch. Ein Zulik, du bist der Beste. Also, die App zeigt uns dann tolle Sachen an, die sie aber einfach nicht schickt. Danke für die Info. Geht direkt. Jetzt hätte ich fast gesagt, direkt nach Japan. Es geht direkt zu Japanern, denen ich das persönlich sagen werde. Gut, dann schauen wir mal weiter. Wer hatte noch eine hübsche Frage? Muss nicht nur zum Chord-Tracker sein. Heute haben wir viel Chord-Tracker gemacht, aber ein tolles Tool. Ich stelle euch vor, ihr spielt in einer Band, da kommt ein neuer Gitarrist, sagt, hey, wir haben gar keine Lead-Sheets, was soll ich denn da spielen? Klar, ein Gitarrist kann eh alles spielen, aber das Passende zum Lied meine ich natürlich. Dann nehmt ihr eure ganzen Lieder, digitalisiert die kurz, haut sie in eure App rein. Dann sagt der Musiker, hier, guck mal, hier laufen die Lead-Sheets ab. Kannst du das natürlich auch ausdrucken, wenn du magst, oder kannst es auf deinem Handy mitlaufen lassen und hörst das Lied dazu. Es ist immer die Harmonie. Also finde ich eine Sensation. Früher das lange abhören, ja, wie geht das Lied? Muss man sich vorstellen, wenn es keine Top-Hefte gab für die Texte, man hat immer nur die Lieder raushören müssen, Harmonien raushören. Das macht halt die App in 10 Sekunden aus dem Lied. Da braucht man wirklich für ein Lied sonst deutlich länger. Gut, dann hoffe ich, dass ich hier rechts mal alle Fragen beantwortet habe und schau mal nach links. So. Übersprecher, die Frage vom Detlef. Er meint, dass es digitale Übersprecher gibt. Bei den Subouts, ich habe dann experimentiert und habe das nicht simuliert bekommen. Wer viel mit Subouts arbeitet und da oberfittisch und sagt, oh, er hat das Übersprecher gehabt, dass irgendwas durchkam, was nicht geroutet war, bietet sofort Info an mich. Jetzt sehe ich, dass ich noch nicht einmal irgendeine Promo oder Werbung rausgeschickt habe. Da habe ich jetzt sofort raus schon abonniert bei mir am Kanal und fast noch wichtiger, nachher gemütlich den Abend ausklingen lassen. Weil das wäre auch so ein Thema, wenn einer da noch Tipps braucht oder Fragen hat, die ich in der Sprechstunde jetzt nicht beantworten konnte, weil es vielleicht auch peinlich war, weil es öffentlich ist, dann einfach nachher in den öffentlichen Bereich. Da sind wir unter uns, wird nichts aufgezeichnet und auch nicht auf YouTube hochgestellt. So, dann haben wir das mit dem Detlef gelernt. Wandler. Der Norbert hat was Tolles festgestellt und zwar, sind die Bildausgänge der Keyboards teilweise ein bisschen suboptimal. Das heißt, wir haben Bildschirme, die sind so groß und der Bildinhalt ist leider nur so groß. Da habe ich mit Japan auch schon Bilder und Mails und PDFs geschickt, weil die sagen, ja, dann stimmt ja die Verhältnismäßigkeit, ja, dann ist ja die Trompete, wenn man das breit machen würde, zu breit und die Buchstaben würden breiter. Ich finde, dass man lieber breitere Buchstaben und ein größeres Bild hat, wie ein kleines Bild mit schwarzem Rand. Aber ja, das ist noch Diskussionsgrundlage, die man da noch optimieren können. Aber auch das werde ich den Japanern, wenn ich wieder welche sehe, direkt persönlich zeigen und sagen. Der Robert hat einen Wandler entdeckt. Beim 970 war das auch so ein Trauerbild. Wunderbar, VGA angeschlossen und der Bildschirm war so groß und der Inhalt nur so. Und jetzt hat er mit dem Adapter
VGA auf HDMI, indem man dann einfach den HDMI-Eingang nutzt und siehe da, das Bild ist viel größer. Tausend Dank, Norbert, für den Tipp. So eine Lösung hätte ich gern auch noch für die anderen Keyboards, sprich die einen HDMI-Ausgang haben, aber der nicht voll auslastet, dass der HDMI einfach auf maximal skalierbare Größe des angeschlossenen Monitors hochskaliert und nicht gerade wie er denkt. Aber das ist noch ein anderes. Der Volker hat noch was gefragt. Ich hätte mal bitte Menüpedal, die Einstellungen. Menüpedal. Oh, schön ja groß im Menüpedal. Pedal kann eigentlich nur hier unten sein. Registration, Cordlooper und Voices. Pedal. Wir haben bei der Pedale ja diese drei Möglichkeiten, also die drei angeschlossenen Pedale. Und da habe ich den Cordlooper an-ausschalten oder Aufnahme. Was anderes nicht. Voices, die Artikulationssachen, also sprich, alles, was ich für die Bläser, zeige ich jetzt gleich mal, spiele ich mal ein Lied mit dem Bläser zum Artikulieren, dass ich das mit dem Fuß mache, anstatt mit der linken Hand. Aber das ist einfach die Frage der Anwendung, hätte ich jetzt gesagt. Das heißt, der eine sagt, wo ist meine super Artikel? Die ist jetzt nicht so massiv deutlich. Ich nehme mal eine andere. Und zwar nehme ich mal, ach, was nehmen wir denn ein schönes? Da fehlt doch das. Einfach mal auf die Schnelle und das habe ich jetzt mit der linken Hand gemacht und das könnte ich natürlich auch mit der Pedale. Gerade wenn ich natürlich weiterspiele, Chords, habe keine Hand frei, dann könnte ich das auf die Pedale legen. Ich hoffe, lieber Volker, ich habe das soweit richtig rausgelesen aus deinem Text, dass ich die Frage richtig wiedergegeben habe und auch vor allem richtig beantwortet. Wenn nicht, bitte lieber Volker, gerne ein Feedback geben. So. Man könnte auch anregen, dass auf schwarzem Grund der Taster die Zahlen in weißen Schrift gesetzt werden sollen. Ja, liebe Ingrid, du hast absolut recht. Ich hätte ja gerne noch viel mehr. Wenn ich mal das Keyboard so angucke, im Dunkeln kann hier niemand irgendwas erkennen. Da könnte man zum Beispiel eine LED drauf machen oder einen kleinen LED-Punkt, dass ich sofort die Position von allen Reglern sehe. Noch besser wäre natürlich, wenn das keine festen Regler wären, sondern dass ich weiß, das ist rotierbar rund um die Uhr und er merkt einfach den Wert und ich habe außen eine Skala wie bei den Synthesizer Montage Mod X. Aber hier eine LED reinmachen, das wäre kein Hexenwerk im Dunkeln, also ihr seht es jetzt selber, sonst hier hell beleuchtet. Oder hier die Knöpfe sind alle schön unbeleuchtet. Da hoffe ich, dass unsere japanischen Freunde da einfach auch mal sagen, könnte man besser machen. Hier Dito, das Drehrad. Einfach so ein Keyboard bauen, das für jeden editierbar nutzbar ist. Also illuminieren, also sprich, ich sehe alles. Ob ich im Dunkeln bin, wenn ich das nicht möchte, kann ich die LEDs einfach ausschalten oder sogar dimmen, vielleicht sogar die Farbe wählen, weil ich hier natürlich auch die Möglichkeit habe, für was brauche ich denn die Knöpfe, wenn ich gerade was ganz anderes mache von der Funktionalität. Da könnte ich doch hier meine 16 Spuren-Tracks auch drauf haben, weil ich gerade mit MIDI-Files arbeite und gerade mit Styles. Dann könnte es 16 Spuren sein, 2x8, wo ich die Spur direkt an- und ausschalten könnte. Könnte ich auch für die Styles verwenden. Also da gibt es doch ganz viel Luft nach oben. Ja, aber hoffen wir mal einfach, dass da der eine oder andere mal auf unsere Wünsche eingeht, liebe Ingrid. Wie gesagt, Beschriftung, Haptik. Auch hier drüber, wenn ich das sehe, dass die Gummitaster, die waren früher bei der PSRS-Serie grau oder weiß. Das war wunderbar. Jetzt schwarze Knöpfe im schwarzen Gehäuse,
ist natürlich ein bisschen kritisch. Ich meine, dass da so ein Trödler wie ich dann Kontrastkleber in Weiß verkaufen muss, dass die Leute überhaupt die Tasche sehen, da können wir noch ein bisschen nacharbeiten. Aber wir sind dran, wir sind dran. Gut, dann schauen wir. Ach, da, du hast weiße Zahlen draufgeklebt. Ich habe manche, die haben die Zahlen mit weißem Edding ausgemalt. Also es gibt da die tollsten Möglichkeiten, aber ja, die Bühnentauglichkeit können wir noch ein bisschen optimieren. So, wer hat denn hier noch eine schöne Frage? Wir sind ganz viele Leute hier. Dann kann ich gleich hier nochmal. Sorry. Noch einer. Gucken, was wir noch. Da kommen die nächste Messages. Hallo, Ingolstadt. Kommt noch ein B3. Josef, du bist spät. Das ist schon lange da gewesen. Das sind natürlich die Späteinschalter. Lieber Josef, du kannst spätestens heute Nacht oder morgen YouTube die Wiederholung angucken und dann wirst du persönlich erwähnt, lieber Josef, wie man die Playlist macht. Aber das kann ich da jetzt dann nochmal sagen. Ich habe es eben schon intensiv erklärt. Gut, dann gucken wir mal noch hier weiter. Das mit dem Ausschalter soll ich nochmal erwähnen von der Ingrid. Also PCS oder SX-Modelle, wenn der Ausschalter, also der Einschaltmoment des Schalters geht, aber der Ausschaltmoment nicht, dann wissen wir, sei der Ingrid am Keeper, dann ist dieser Schalter kaputt. Aber ich und die anderen Service-Action haben den. Es ist nur eine Zerlegerei, bis man da hinkommt. Aber wie gesagt, für den Fall der Fälle, dass noch einschalten geht, sondern nur eine Stromsteckdose unten auf dem Boden und einfach gesamt ausschalten. Beim SX und beim Genus würde ich sowas nicht empfehlen, weil da das System runterfährt. Bei der Vorgängerserie PSAS und Tyros kann man Strom ausschalten, wenn man nicht im Lese-Schreiben ist. Und in dem Moment schaltet man es natürlich auch nicht aus. Gut, wie kann man bei Installen den Bass oder Schlagzeug ausstellen, wenn man den Part jemand anderes spielt? Theoretisch ganz schnell oft über den Mixer. Das heißt, ich mache gerade mal schön in den Mixer rein. Das heißt, ich bin im Mixer drin und dann habe ich hier oben den Bereich Panel, Style, Ampad. Und dann kann ich einfach jetzt draufdrücken auf die Instrumente. Ihr seht, die grünen gehen weg. Und dann ist jetzt beim Rhythmus einfach mal kurz zum Zeigen. Bass aus, Schlagzeug aus. Dann kann ich die live spielenden Instrumente einfach direkt an- und ausschalten. Ich kann natürlich auch sagen, nee, ich will sie lieber leise machen, weil ich sie ab und zu schnell wieder hochregeln will. Na, machen wir laut, dass man es deutlich hört, dass ich ihn auch ausmache. Also das geht sehr schnell und das kann ich natürlich auch wunderbar an der Registrierung mit speichern. Sagen, habe ich den Style oder den Song. Beim Song geht es eigentlich genauso. Dann habe ich im Song oder Style einfach editiert und den editiert gespeichert. Gut. Gut. Dann Ingolstädter kriegt den Link geschickt noch, lieber Josef. Ja, der kommt noch, aber du gibst einfach morgen früh oder heute Nacht Keyboard-Sprechstunde ein und das neueste Video, und das ist das von heute Abend. Für alle Nachgucker, liebe Nachgucker, nur für euch speziell. Die Keyboard-Sprechstunde ist live. Und zwar ist die immer montagsabends um 18.30 Uhr live. Auch wenn ich spreche und ihr denkt, ich bin jetzt live und es ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag oder Monate später, dann es war live, aber jetzt ist nicht mehr live. Ihr könnt jetzt nicht mehr fragen. Ihr könnt immer nur montags um 18.30 Uhr live fragen. Wer sagt, hat da keine Zeit und hat viele Fragen, bucht einfach eine private Sprechstunde bei mir. Dann machen wir die, jetzt hätte ich fast gesagt, rund um die Uhr, auf keinen Fall, aber zu normalen christlichen Zeiten. Und dann gibt da hier einen Link von mir, der heißt einfach private Sprechstunde gewünscht. Ich weiß, dass noch einige auf Termine warten, aber ich kriege die alle noch unter. Das heißt, dann einfach anmelden für eine private Sprechstunde. Gut. Oh, da kommt noch eine Message. Heute ist ja was los hier. So, wer hat noch ein paar hübsche Fragen? Das mit dem Chord Looper ist eine tolle Sache. Also Chord Looper ist so eine tolle Funktion, dass man wirklich, klar, ich kenne es auch selber oft, einfach Recording und dann die Akkordfolgen von Hand machen, aber dass ich fertige Lieder, die einer schon mühsam gemacht hat, einfach reinnehmen und nehme die zu meiner Harmonisierung. Es ist kein professionelles Arrangement eines MIDI-Files, sondern die Harmonie wird per Algorithmus erkannt und kann sein, die eine oder andere ist
im Jazz und bei aufwendigen Harmonien nicht 1000% korrekt, aber zum Üben und Mitspielen einfach eine tolle Sache. So, dann hätte ich gesagt, die Damen, die Herren, wer hat noch was? Wer möchte noch was? Sonst würde ich bald mich wieder rausnehmen hier und würde sagen, vielen Dank für eure Unterstützung. Oder kommt doch was? Moment. Oder? Was haben wir hier noch? Moment. Die Ticker sind drauf. Das, lieber Silent Composer, wenn du mitguckst, deine Antwort ist noch nicht dabei gewesen. Ich versuche es vielleicht, schaffe ich es nachher um 20:30 mit der Heidrun zu lösen. Ansonsten muss ich verschieben auf nächste Woche. Wichtig jetzt für alle noch: www.musicando. Treffen, Anmeldung offen. Dass ihr das nicht vergisst, weil da freue ich mich, euch live zu sehen. Da wäre andere, nicht unbekannte, sehr populäre Musiker noch kommen, ob das eine Heidrun, ein lieber Alois oder wer sonst noch alles da mitwirken wird. Freut euch auf einen ganz tollen Event, um mal wieder Live-Musik-Kollegen zu sehen und gemeinsam Musik zu machen. So, dann hätte ich gesagt, ich höre nichts mehr, ich lese nichts mehr. Dann machen wir hier noch das. Vielen Dank an die Spender. Es kam wieder ein schönes Keyboard rein. Ein, ich glaube, CT6000 von Gazo kam neu an meine History-Wand. Wenn jemand ein paar ältere Keyboards oder Musikinstrumente hat, also auch wichtig, ich nenne es einfach mal verrückte Musikinstrumente. Egal, ob das so ein legendärer Casio-Taschenrechner ist, mit dem man natürlich auch Musik machen kann, weil das damals die Musiktaschenrechner mit Doremi-Beschriftung sind oder kleine Mini-Keyboards, einfach gerne bei mir melden. Ich nehme sie gern geschenkt, aber fürs eine oder andere zahle ich auch gern. Und dann könnt ihr, wenn ihr in Pforzheim seid, bei Frank an die Wand mal die Historie angucken vom ersten Yamaha-Synthesizer über das erste Keyboard überhaupt. Das erste Keyboard mit Begleitautomatik. Eure Keyboards, die ihr alle hattet, ob das ein G800 von Roland war, ein MS5 von Solden, ein Technics 2000, 7000, ein 8000er, ein Tyros, egal, sie hängen alle da und ihr dürft sie alle angucken, ihr dürft sie, wenn ihr wollt, sogar spielen. Und ihr werdet erschrecken, wie manche Keyboards damals schon gut waren und wie manche Keyboards damals schlecht geklungen haben und ihr trotzdem alle glücklich damit wart. Ich auch. Jo, dann Deadline, ich jetzt gerade noch eine Minute. Wer hat noch was? Wer möchte noch was? Sonst muss ich nochmal hier den. Was war das? Das war doch das eine war doch der Herr Fendrich, oder? Naja. Ich lebe der Sport. Er ist gesund und macht uns hart. Oh, da habe ich den Loop zu früh gesetzt. Ihr habt es genau gehört. Wer weiß ja, was ich mache. Ich spiele nicht. Keyboard spielt ganz allein. Schöne Harmonien, die ich eben noch aus dem tollen fertigen Lied, wo irgendjemand mal arrangiert hat, einfach rausgeladen habe. So, jetzt gucken wir mal. Hier kommt doch tatsächlich noch eine Live-Frage rein. Habe es eben versucht mit dem MIDI-Master, jetzt geht gar nichts, obwohl Connected angezeigt wird. Also wenn Connected angezeigt wird, dann ist er eigentlich auch Connected. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten reingehe, gehe auf Dann raus, dann habe ich unten Settings und wenn ich dann bei Bluetooth MIDI Connected habe, dann ist er verbunden. Das heißt, ich gehe raus aus den Settings, gehe hier rein. Und jetzt kann sein, dass er eben die Verbindung kurz kappt, wie bei mir jetzt auch. Und dann wähle ich den Genus an. Und dann erscheint links bei Instrumente Genus oder das SX900 natürlich. Und dann gehe ich wieder zurück auf Music, wähle mein Lied an und dann funktioniert es. Bitte gerne nochmal probieren, Klaus. Wenn nicht, Meldung an mich, kriegen wir gelöst. So. Danke, wie gesagt, auch für die Spender und Spenderinnen, ob ihr per PayPal-Link hier oben klickt oder so per Überweisung.
Jeder, der was spendet, weiß das. Und ich sage recht herzlichen Dank schon im Voraus und auch rückwirkend für die Gekommenen. Ich wünsche euch wieder eine schöne Woche. Wir sehen uns, wer Lust hat, 20:45 wie jeden Montagabend gemeinsam einfach noch ein bisschen den Tag ausplauschen lassen und in die Woche reingucken. Überlegt euch, was euch auf dem Herzen liegt, wer ein neues Keyboard möchte, wer sagt, ach, ich hätte gerne eine kleinere, supergeile, kompakte BA, die ich gerade so tragen kann, oder ich möchte an meinem schönen Wiesengrundstück spielen, habe keinen Strom, kann ich da meinen Genus, meinen Tyros oder meinen SX mitnehmen? Sag ich, ja, nimm von mir eine tragbare Steckdose, steck sie hin und kann 5 Stunden Musik machen oder auch länger. Einfach melden. Ich habe solche Sachen, die findet ihr nicht auf der Website, die stehen auch nirgends. Einfach anrufen oder Mail mir schicken und da mache ich euch glücklich. Ja, das würde ich sagen, das war's. Was hast du heute für einen Genus? Jetzt kann ich ja petzen. Alex, ein ganz toller. Das ist eine super Version und ich bin so froh, dass ich mal sowas hier erleben darf. Ne? Das hat Yamaha ja bis heute nicht gemacht, dass die Taschen nicht beschriftet sind. Und da hat sich einer wirklich Mühe gegeben und die ganz toll beschriftet. Ich war es nicht, aber für die Person war es perfekt. Und es ist ein Leitinstrument, das hier gerade steht. Aber mir tut es also auch ein bisschen weh, wenn ich denke, braucht man das? Aber wenn jemand gar nicht weiß, welche Taschen zu spielen sind und er fängt an, dann sei das auch dem erlaubt. Gut, Alex hat es natürlich wieder gesehen, der Schlinger. Macht man es gut. Karl-Heinz beantwortet das, was ich hoffentlich vorher auch nicht schlecht erklärt habe, Ingrid, wie man bei den Styles die Spuren ausschaltet. Aber wie gesagt, wenn da nochmal Fragen sind, telefonieren wir oder klären das auf digitalem Wege. Das war die Keyboardstunde mit Frank. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Ich hoffe, der Wein schmeckt dem Alois Ingrado trotzdem nach dem langen Workshop mit viel Technik und ganz wenig Spiel, was ja eigentlich eine Sünde ist. Ich weiß, wir versuchen viel zu spielen, aber der Chordlooper finde ich ein musikalisches Ding, einfach weil ich dann toll Lieder üben kann, wo ich mich vielleicht nicht dran traue und sage, ich kann nicht die Harmonien links, würde es gerne spielen, dann haue ich mal die schon rein und irgendwann spiele ich mit und kann die Harmonie natürlich selber mitspielen, aber als Übegrundlage eine super Sache. Gut, bleibt mal gesund, wichtigstes, macht viel Musik, genießt eure Keyboards. Wer keinen Genuss hat, meldet sich bei mir, der kriegt ein Genießer-Keyboard von mir. Das war die Keyboardstunde mit Frank, tschüss. Wer Lust, Laune hat, wie immer, Montagsabend 20:45 auf musikando.de im Hauptraum. Schaltet eure Kamera ein, geht mit dem Handy rein, mit dem Tablet, egal wie. Wichtig, euren Namen eingeben, dass wir wissen, wer es ist. Und da können wir uns gemeinsam unterhalten und auch mit dem einen oder anderen Getränk anstoßen. Von Apfelschorle, Wasser, vielleicht sogar Alkohol, was jeder gerade so möchte. Tschüss, euer Frank.